Alles klar? Ja. Und weißt du auch wieso? So doof dieser Versicherungsjob auch war, ein Gutes hat es. Mhm. Du weißt jetzt wenigstens, dass das nicht dein Ding ist. Das auch. Ich habe eine Menge Boden gesehen. Aha. Und bei all diesen Wohnungen gab es nicht eine, die nicht irgendetwas zu reparieren hatte. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Dass es bergab geht mit Deutschland? Nein. Die Leute brauchen uns. Sie brauchen mich. Ich mach mich selbstständig als Ein-Mann-Soforthilfe-Notreparaturdienst. Das ist mein voller Ernst. Ja, das passt ja auch zu dir, aber wie sollen die Leute denn erfahren, dass es dich überhaupt gibt? Ja, über das Internet. Da gibt's doch so Portale, wo die Leute alles Mögliche anbieten. Ich brauch nur ein Werbevideo. Ich weiß, sag nichts. Das hier ist der Knaller, hä? Du nennst dich Schufti? Das ist nicht dein Ernst. Wieso denn nicht? Das kommt doch voll seriös rüber. Der Schufti. Wenn ich mal übersetzen darf, das heißt so viel wie: Hallo, ich bin der größte Schlitzohrtyp weit und breit. Rufen Sie mich an, ich räume Ihnen die Bude aus. Frauen, Baggern natürlich inklusive. So ein Quatsch. Schufti kommt von Schuften, du Idiot. Also nix Schlitzohr, sondern hart arbeiten. Ich schufte für Sie. Ja, solltest du vielleicht dazu schreiben. Kannst du mir nachher den Fernseher anschließen fürs Länderspiel? Klar, kein Thema, ich sag nur. Magische Hände, schon klar. Bleibst du fürs Spiel? Ja, alleine auf dem Sofa gucken ist doch öde. Schon mal dran gedacht, vielleicht Bella zu fragen, ob ihr zusammen guckt? Nee, vergiss das mal. Das Ding ist durch. Endgültig. Hey. Hey. Na, wie geht's? Na, muss? Selber? Ja, super. Freust du dich auch schon auf das Spiel? Ja. Willst du auch hier gucken? Andi, stehst du im Fernseher an. Okay. Oh, da ist mir gerade was eingefallen. Nee, jetzt, oder? Doch klar, wir müssen noch dieses Video drehen. Und ich brauche noch Klamotten. Was für ein Video? Warte doch mal. Schufti, was ist denn jetzt mit dem Fernseher? Sorry, das macht Leni. Ich kann dir sagen, was mir dazwischen gekommen ist. Wolltest du nicht das Spiel hier gucken? Ich habe keine Lust mehr. Leute, ihr beiden geht mir so auf den Zeiger. Alle beide. Okay, läuft. Super Handwerk. Goldene Sache. Nee, das war falsch. Okay, läuft immer noch. Super Handwerk. Goldene Sache. Ach, Andi. Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Okay, jetzt also nochmal. Gut. Goldenes Handwerk. Super Sache, oder? Ihr Engel in Latzhosen hilft Ihnen. Ach Mann, gleich habe ich's. Ich schufte für Sie. Ihr schufte. Ja. Und, kann das was? Kann auf jeden Fall was. Ich würde dich buchen. Willst du es dir noch mal anschauen? Ach, nee, lass mal. Wenn du sagst, dass es gut ist, dann ist es gut. Ach, natürlich. Wenn du nicht willst, dass ich was ändere, stelle ich es gleich online. Dann kann deine Karriere abheben. Schau mal auf die Uhr, das ist ein historischer Moment. Oh Mist, schon so spät. Wieso hast du einen Termin vergessen? Das solltest du dir gar nicht erst angewöhnen. Naja, aber gleich ist Anstoß. Ja, wie gesagt, ich habe einen Fernseher besorgt. Entweder du schließt den an oder Leni. Alles, was ich für Fußball brauche, ist eine Couch, Chips, kühle Getränke und... Na, Bellerchen, geht's schon los? Dauert noch ein bisschen. Mhm. Hör mal, warum kommst du nicht mit uns in die Stadt? Am Medienhafen ist ein Public Viewing, ich treffe da Helmke. Seit wann interessierst du dich für Fußball? Hm, keine Spur. Aber irgendwie finde ich die Atmosphäre ganz schön. Hm? Also, komm doch mit. Nein, das ist nichts für mich. Bleib lieber hier auf dem Sofa und schau mir das Spiel alleine an. Klar, es wäre noch ein bisschen lustiger mit... Ich finde es echt schade, dass Bella und du, also, dass ihr gar nichts mehr zusammen macht. Ja, das kommt gut. Ich hab's ja schon kapiert, ich halt die Klappe. Komm schon, Olli, lass gut sein. Das Wichtige ist jetzt, dass ich neue Jobs bekomme. Und ich werde am besten anfangen, all meinen Freunden eine SMS zu schicken, wo der Link zu diesem Video drin ist. Das ist ja auch eine gute Idee. Also mit kaltem Wasser geht das meistens raus. Ich glaube, ich krieg das hin. Ich weiß, ich hätte einfach nicht den Job für Muscle T. Jordan annehmen dürfen. Muscle T. Jordan? Juri hätte einfach nicht an diesen Prototypen rumnähen dürfen. Beruhig dich. Nein. Diese Pelzkollektion hat oberste Priorität. Aber ist ja klar, dass du dich da wieder drüber hinwegsetzen musst, weil es dir nämlich scheißegal ist. Nimm doch mal die Scheuklappen ab. Marthas Auftrag ist kreatives Neuland. Da habt ihr alle was von. Wir haben gerade ganz andere Sorgen. Martha, du kümmerst dich weiter um die Pelze. Und wenn du schon mal da bist, dann kannst du ja schauen, wie es beim Posing läuft, hm? Du hast recht. Ich
glaube, ich lass euch mal alle alleine. So, ist doch schon viel besser. Ist ja eh bunt, da fällt's ja kaum auf. Martha, kann ich mich darauf verlassen, dass der Prototyp in einer Stunde fertig ist? Martha, willst du wirklich deinen Job riskieren, nur wegen diesem Jordan? Muskelty Jordan. Und der Typ ist der Hammer. Vor allem der Song, Jesse, lass es. Lass es. Ich sag den Job ab. Kein Ding. Gut. Muskelty Jordan. It's you I wanna do. 24-7. Das ist ja echt geil. Schade, dass es nicht zum Einsatz kommt. Warum eigentlich? Ist doch fast fertig. Ja, es ist fertig. Aber Muscle D. Jordan hatte 2 Stück bestellt. Wieso hat er 2 Köpfe? Nee, aber als Ersatz, falls irgendwas beim Video drin passiert wäre. Und was hat jetzt die Produktionsfirma gesagt, weil du so kurzfristig absagen musstest? Ich war nicht sehr begeistert, aber ich werde schon irgendwann eine neue Chance kriegen. Also, das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, wie oft passiert es, dass man ein Videodreh angeboten bekommt? Fertig? Ja. Der Fotograf langweilt sich. Gut. Ah. Nicht schlecht. Tja, Jessica hatte recht. So eine Chance kommt nur einmal. Ja, und diese russischen Oligarchen, die auch noch nicht. Hast du die Fotos gesehen? Die sind so cool. Wir wären ein hübsches Paar. Mhm, dein Hut war aber auch sehr schön. Oh ja, der Hammer. So ein hätte ich gern für den Winter. Ja, die Pelze wahrscheinlich auch. Mhm. Und so ein Olifanten. Garchen. Garchen. Ja, auf jeden Fall wäre dein Hut viel zu schade für ein Musikvideo gewesen. Also sei mal froh, dass Rebecca und diese Berg da früher zugegriffen haben. Ja. Das haben sie eigentlich gar nicht. Also ich meine, sie wissen noch gar nichts von ihrem Glück. Nee, du hast denen das Teil untergeschoben? Nee, ich nicht. Ah, sag jetzt nicht, es war Juri. Er wollte meinen Gefallen tun. Oh, der unterstützt sich ja ganz schön. Mm-mm. Ja, jedenfalls muss ich jetzt sofort mit der Rebecca und der Berg reden, bevor sie den Hut selber entdecken. Habt ihr sie gesehen? Die hat, glaube ich, gerade einen Termin mit der Rosi Bauerkamp, der Online-Bloggerin. Ach. Deswegen kannst du es jetzt nicht stören. Guck mal, das mache ich am liebsten. Nee. Das ist mein Blick so geheimnisvoll. Also ich finde das hier super. Ja, ist okay. Die Pelze sind Prototypen, genauso wie die restlichen Outfits aus der LCL-Klassiklinie. Ein Appetizer sozusagen. Bin gespannt. Entschuldigung. Kleinen Moment, Martha, ja? Die Präsentation findet im ganz kleinen Rahmen statt. Nur ein paar ausgewählte Gäste, keine Presse. Keine Presse? Nein, du darfst exklusiv berichten. Um die Fachwelt noch neugieriger zu machen. Werden die nicht ziemlich sauer sein, dass sie nicht eingeladen sind? Das ist doch der Sinn der Sache. Umso mehr Informationen wollen sie bekommen, die sie dann veröffentlichen. Ungewöhnliche Strategie. Mindestens genauso ungewöhnlich wie die Kombination Pelzkragen mit Hut. Hut?